Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie man diesen Fleischmann-Waggon, Artikel Nummer 8131 meine ich, wär's, umrüstet auf eine flackerfreie LED-Innenbeleuchtung. Und ich habe diesen Waggon jetzt schon auf das Testgleis gestellt und ja, die Beleuchtung, die ist eingeschaltet. Man kann es vielleicht kurz erahnen. Sie flackert, das ist die originale. Und auch für diesen Waggontyp gibt es eine Alternative. Und diese Alternative wird, oder zeige ich, wie man sie einbauen kann. Es ist, wie gesagt, eine komplett 100% flackerfreie Innenbeleuchtung auf LED-Basis. Ja, und das möchte ich eigentlich einfach nur hier zeigen. Zu Beginn müssen wir einmal einfach nur das Dach abnehmen. Das ist einfach nur aufgeklipst, geht auch super leicht ab. Und wir müssen einmal dafür die Innenbeleuchtung abschrauben. Es geht super einfach. Können die dann so rausnehmen. Das ist die originale Beleuchtung. Und hier ist einmal die von mir angebotene Beleuchtung. Wenn die dagegen halten, dann können wir schon den Unterschied eigentlich erkennen, dass wir hier ganz, ganz viel oder ganz, ganz viele LEDs haben, also ganz, ganz viele Leuchtpunkte. Und hier ist nur eine kleine Glühbirne verbaut, die ja das Ganze hier beleuchten soll. Das kann eigentlich nicht funktionieren. Und ja, dadurch, dass wir hier auch sehr viele LEDs haben, ist es natürlich so, dass das Licht auch schön gleichmäßig einfach sich hier verteilt. Und das ist natürlich um Welten besser. Das muss man einfach so sehen. Und da können Sie sich auch am Ende des Videos auf jeden Fall ein Bild von machen. Als nächstes müssen wir uns Gedanken machen, wo wir den Goldcap-Kondensator gut verstecken können. Und ich drehe mal den Waggon hier so auf den Kopf. Wir haben hier ein WC, die Fensterscheibe ist schön mit Weiß irgendwie bedeckt, mit weißer Farbe abgedunkelt, getönt, wie auch immer, dass man den nicht sehen kann, den Goldcap-Kondensator. Und daher wäre mein Vorschlag hier für diesen Waggon-Typ, den Goldcap-Kondensator hier drin einfach zu verstecken. Das wäre so, dafür müssten wir hier so ein bisschen schnitzen an der Inneneinrichtung, denke ich. Ja, wir werden nicht drum herum kommen, er wird hier so ein bisschen in dieses Abteil hineinragen, aber nicht zu 100%. Das ist ja auch schon mal viel wert, dass man das eben nicht hat. Wir werden den da leider nicht ganz reinbekommen. So, was müssen wir dann dafür machen? Wir müssen auf jeden Fall hier an diesem Drehgestell diese Schraube dann lösen, um diesen Winkel hier lösen zu können, um dann vernünftig einfach hier arbeiten zu können und Platz zu erhalten. Und dann machen wir das auch einmal. Also offensichtlich eine sehr lange Schraube. Da haben wir dann das ganze Drehgestell mit der Schraube. Und dann können wir auch diesen Winkel hier wegnehmen und haben hier den nötigen Platz, um
Änderungen einfach vornehmen zu können. So, ich nehme mal ein bisschen gröberes Werkzeug, einfach hier so einen Elektronikseitenschneider. Und als erstes schneiden wir mal diese Wand schon mal hier weg, um das Ganze hier ein bisschen zu verbreitern. Das ist ja der Goldcap-Kondensator. Wir dürfen auf jeden Fall nicht vergessen, dass ja hier dieser Winkel hier hinten auch noch eine gewisse Stärke, sage ich jetzt mal, hat. Und dementsprechend müssen wir darauf achten oder das einplanen, dass dieser Kondensator nicht einfach nur hier drin liegt, sondern ja auch noch ein bisschen Spiel einfach hat. So. So würde er also schon mal nicht passen. Ja, ich denke, das sieht man ganz gut. Und damit kommen wir eigentlich nicht hier dumm herum, hier was wegzunehmen. Schneid mal hier ein bisschen ein. Ja, da bricht es schon so weg. Und das wäre hier auch noch zu knapp, weil wir hätten hier nicht einen Millimeter oder über einen Millimeter, weil der muss natürlich auch noch isoliert werden. Und ja, die Isolierung, die nimmt natürlich auch noch ein bisschen Platz in Anspruch und er sollte ja auch noch möglichst tief sitzen. Dementsprechend gucke ich gerade. Ja, tiefer werden wir auch gar nicht kommen, weil natürlich hier auch der Metallwinkel als solches liegt. Und ich sehe gerade auf der anderen Seite, sieht man das hier schön, der hat die gleiche Höhe wie die Sitze. Das heißt, wir können die Sitze so lassen, als solches. Und können, ja, da sollten das hier einfach mal begradigen, indem wir das wegschnitzen. Ich denke, das reicht schon an der Stelle. Dann kann er da plan auflegen. Von der Breite her passt es auch. Das ist ganz gut. Und dann kann er hier hinten verschwinden. Fast. Ja, so weit nicht. Vielleicht so. Und dann ist er eigentlich auch schon so gut wie nicht präsent im Wagen. Das ist schon sehr gut. So, als nächstes schauen wir uns mal den Goldcap-Kondensator als solches an. Der hat hier so Dreiecke. Und diese Dreiecke, die zeigen hier auf den Minuspol. Das ist hier der Minuspol. Das ist wichtig, dass wir uns das merken. Denn wenn wir den falsch rum anschließen, dann würde er zerstört werden. Und das wollen wir natürlich nicht. Das wäre auch sehr schade. Wenn wir den jetzt anschließen, verzinnen wir einmal die Beinchen. Drehen das Ganze nochmal um. So, dann haben wir Minus jetzt hier oben. Ich kann das hier schön sehen. Und aus der mitgelieferten Litze, da schneiden wir zwei Stücke raus einfach, da halbieren sie und löten das einfach erstmal hier an. Abisolieren wir das Ganze, verzinnen wir das Ganze vor und auch an dem Ende machen wir das Ganze. So, und jetzt machen wir uns, damit wir wissen, welcher der Plus und der Minus ist, das ist ganz einfach, machen hier am Ende einen Knoten rein.
haben wir unseren Knoten und dann wissen wir, das ist der Minus. Dann nehmen wir uns ein bisschen Isotape. Und isolieren das Ganze einfach. Indem wir den einmal wirklich hier so einwickeln. Ganz einfach. Kein Hexenwerk ist da drin. Sehr gut eingepackt, kann nichts dran kommen. Das ist ganz, ganz wichtig, denn der darf auf keinen Fall irgendwie Kontakt später zu diesem Bügel haben, sonst ist die Schaltung kaputt und das wäre ganz schlecht. Dann können wir wieder das Drehgestell platzieren, nehmen uns den Winkel und legen den Goldcap-Kondensator einfach hier mit rein. Ist ein bisschen knifflig, jetzt sieht man gerade nichts. So, dass das auf jeden Fall hier dann alles in einer Einheit drin sitzt. Das Drehgestell fällt natürlich raus, ist klar. Ist ja auch noch nicht festgeschraubt, ich zoome mal eben raus. So. Und dann können wir das auch schon festschrauben. Ich hoffe, Sie konnten das sehen. Da sitzt er drin. Und dann haben wir eigentlich alles erstmal wieder montiert. Der fällt dann hier an der Stelle einfach nicht so sehr auf. So, im nächsten Arbeitsgang können wir diese Leiste hier schon wieder festschrauben. Das heißt, wir stecken einfach mal hier die Schrauben als erstes durch. So, und wichtig ist natürlich, ich zeige es hier nochmal bei einer anderen, dass natürlich auf diesem Winkel nicht hier diese LEDs irgendwie aufliegen. Das wäre nicht schön für die. Ich drehe das Ganze einmal hier um. Sondern die Leiste, die muss halt wirklich plan einfach auf diesem Winkel aufliegen, damit dann auch die Spannung übertragen werden kann einfach. Na. Löse das Ganze noch einmal eben an, um es auszurichten. Man sieht das hier schön, na, wo die LEDs sind, da stößt das Ganze an und wir montieren das natürlich mittig, dass da nichts passiert und schrauben das einfach erstmal feste und das Ganze natürlich auch an der Seite, dann kann da auch nichts passieren. So, zu guter Letzt müssen wir noch den Goldcap-Kondensator anschließen. Das geschieht hier an diesen beiden Pads. Die verzinnen wir zunächst einmal.
Dafür einfach ein bisschen Lötzinn auftragen. Und wir nehmen hier den Minus zuerst. Das war ja der mit dem Knoten. Und der kommt hier unten dran. Man kann so ein bisschen Reserve lassen, dass das nicht ganz so auf Spannung, sage ich jetzt mal, ist. Auf mechanische Spannung gesehen. Diese Litze einfach mit dem zwischen Daumen und Zeigefinger einfach abisolieren. Bloß keine Zange verwenden, die ist so dünn. Die kriegt man mit den bloßen Fingernägeln abisoliert. Und ganz wichtig, immer ein bisschen Zinn vor auftragen. Dann verbindet sich die Sache gleich viel einfacher. Man sieht das gar nicht, das Zinn, weil da so wenig ist. Aber das bringt so viel mehr Anhalt und eine vernünftige Lötstelle. Und man sieht das. Das sieht einfach nur klasse aus. Und auch hier die andere Seite einfach abziehen. Bisschen verdrillen. Bisschen Lötze drauf. Und das wäre dann schon der Anschluss. Ja, hierbei handelt es sich ja um ein Epoche 2 Fahrzeug. Und da waren ja natürlich auch die Beleuchtung nicht ganz so hell. Und da müssen wir auch gleich noch über die Helligkeitseinstellungen hier reden. Und ich würde hier die niedrigste wählen. Aktuell ist die höchste eingestellt. Das heißt, wir müssen einfach hier zwei Widerstände entfernen. Ich möchte aber einmal eben kurz zeigen, wie das Ganze mit der hellsten Einstellung aussieht auf dem Testgleis. Dafür muss ich mal eben einmal umbauen. So, jetzt flackert es ein bisschen zu Beginn. Der Kondensator muss sich erst aufladen. Dauert natürlich. Und man sieht natürlich schon, dass das schön gleichmäßig ausgeleuchtet ist. Also auf jeden Fall ein gleichmäßiges Leuchtbild. Und jetzt flackert es schon nicht mehr. Und wie gesagt, das ist jetzt die hellste Helligkeitseinstellung. Und wir können das Ganze natürlich noch dimmen. Ich zeige Ihnen mal den einfachsten Trick. Ich schiebe gleich diesen Widerstand nach hier rüber, indem ich einfach beide Seiten erwärme und diesen Widerstand langsam hier rüber schiebe. Und schon sieht man, dass das dunkler geworden ist. Und das Ganze mache ich jetzt auch nochmal hier mit dem zweiten. Und jetzt ist es ganz dunkel geworden. Ich hoffe, man konnte den Unterschied sehen. Huch, da ist es umgekippt. Man sieht auch jetzt, legt man das Gleis hier rüber, man sieht jetzt auch natürlich, das leuchtet richtig schön weiter. Es ist schön dezent, das Licht. Auch von der anderen Seite her ist es überall zu sehen. Ja. Können wir eigentlich nur noch das Dach drauf machen und dann wären wir eigentlich fertig. Ja, das ist jetzt das Endergebnis mit der niedrigsten Helligkeitseinstellung. Also man kann das sehen, absolut flackerfrei. Sollte das mal sich nicht richtig aufladen, zu lange dauern, gar nicht aufladen, dann ist der Kontakt hier zu messen zwischen
im Endeffekt der Achse oder der Radscheibe zu diesem Winkel. Ich habe das ja in den vorherigen Videos ausführlich erklärt. Die können Sie sich auch gerne anschauen. Dass das stimmen muss irgendwie, dass es zumindest ein bisschen Kontakt geben muss, das ist ganz, ganz wichtig. Darauf ist halt zu achten, das gilt für beide Seiten. Wenn der Waggon einen Kurzschuss verursacht, dann sind die Radscheiben auf beiden Seiten gleich. Das heißt, die Achsen müssen an einem Drehgestell gedreht werden, beziehungsweise die Isolierung ist nicht richtig. Oder gar an einem Drehgestell ist es schon. Da muss man, ja, ich sag mal, aufpassen. Und ich denke, das fragen sich auch einige. Ich zeige das mal. Man kann ja hier diese Beleuchtung kürzen. Warum kann man diese Beleuchtung von mir hier nicht kürzen? Und warum ist sie auch länger als das, was eigentlich hier mal vorgesehen war? Da möchte ich auch einmal noch drauf eingehen. Das hat nämlich auch Gründe. Der erste Grund ist natürlich dieser Metallwinkel hier. Das ist die Auflagefläche im Endeffekt, wo die Schaltung die Spannung herbekommt oder die Platine im Endeffekt kontaktiert wird. Und in diesem Kontaktierungsbereich, der jetzt hier ja zu sehen ist, wo die Ausfräsung ist, da kann ich keine LED platzieren. Und wichtig ist es mir zumindest, dass das einigermaßen gleichmäßig ausgeleuchtet ist. Und dementsprechend sind auch überwiegend die LEDs dort, wo es geht, mittig platziert. So, wenn ich jetzt hier mehrere Löcher hätte, wo ich kürzen kann, dann ist die Seite hier schön und die Seite nicht so schön. Und das möchte ich einfach vermeiden. Und ja, dementsprechend gibt es verschiedene Längen, verschiedene Größen. Und es ist, das habe ich auch gesehen, ich kenne mich jetzt persönlich nicht mit Fleischmann so aus. Ich fahre Trix Express. Das Ganze ist jetzt ein bisschen ausgeufert, weil ich gefragt worden bin, gibt es nicht das auch für Arnold? So fing das Ganze an und dann, ja, ich habe aber auch noch Fleischmann. Und ja, jetzt gibt es das auch für Fleischmann, muss man einfach sagen. Und dementsprechend mache ich für jede Längenvariante, die mir so in die Fingerfeld, sage ich jetzt einfach mal, eine eigene Variante im Endeffekt. Ich gebe immer das Maß zwischen diesen Winkeln an. Das müssen Sie also einmal ausmessen zur Kontrolle und auch wie lang der Winkel ist. Ich habe nämlich schon gesehen, es gibt auch unterschiedlich lange Winkel. Und dementsprechend hier ist ja diese Auflagefläche auch nur begrenzt. Und daran kann man dann erkennen, ob so eine Beleuchtung passt oder eben nicht. Ja, das wäre es erstmal von meiner Seite. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Ich zeige Ihnen auch hier natürlich, in welche Modelle das passt. Das sind nämlich genau exakt zwei Stück. Das müsste die 8132 und die 8131 sein. Ich bin mir da aber nicht ganz sicher. Wobei, ich könnte mal eben googeln, ob ich die finde. Da können Sie mal eben dranbleiben. Jetzt bin ich etwas verwirrt. Ich finde beide. Nee, ich schreibe es drunter unterm Video, welche Artikelnummern das es wirklich sind. Es sind nur die beiden, denn es gibt auch noch den Schlafwaken hierzu und den Speisewaken und den Gepäckwaken. Und ich glaube auch noch den Postwaken, irgendwie so. Und die haben
alle ein anderes Maß. Ja, und dementsprechend brauchen die alle eine andere Beleuchtung. Kommen alle nach und nach, verspreche ich Ihnen. Ich bedanke mich erstmal hierfür fürs Zusehen und sage bis demnächst.